Das war die Starnacht in der Wachau 2014. Bereits zum dritten Mal war die Starnacht zu Besuch in der Wachau. Namhafte nationale und internationale Künstler begeisterten das Publikum vor der traumhaften Kulisse von Dürnstein. Am Freitagabend nach der Generalprobe trafen sich die Stars und Ehrengäste im Schloss Dürnstein zur traditionellen Seitenblicke-Party. Wir mischten uns unter die Gäste und wollten wissen, was das Besondere an diesem Event ist und wie es den Künstlern persönlich in der Wachau gefällt. Ja, zunächst einmal die Landschaft. Die Wachau ist ja wirklich etwas Einzigartiges. Jetzt möchte ich überhaupt niemanden hintanstellen, aber das, was sich hier landschaftlich bietet, kommt ja nicht alle Tage vor. Und natürlich ist das große Interesse von uns, dass wir das entsprechend auch für den Tourismus in Niederösterreich nutzen. Denn immerhin, nachdem jetzt auch das bayerische Fernsehen dabei ist, wird diese Starnacht von ungefähr 1,3 Millionen Seherinnen und Sehern beobachtet und das strahlt natürlich aus. Und ich behaupte, nachdem wir schon zweimal die Starnacht letztendlich absolviert haben und wir im heurigen Jahr trotz einer schwierigen Situation und Saison im Tourismus ein Plus von 3,2% hatten bei den Übernächtigungen, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist und wir wollen das natürlich auch entsprechend weiter pflegen. Ja, ich denke mal das Ambiente, wenn man, und das sage ich jetzt ganz stolz als Dürnsteinerin, wenn man drüben steht in Rossatz und wenn man zum einen die Musik hört, die viele Menschen sehr gerne mögen, die extra deswegen auch herkommen und dann schaut man hinaus und dann schaut man auf diese schöne Kulisse Dürnstein mit dieser Beleuchtung. Ich glaube, das kann so bald nicht jemand bieten. Das ist schon etwas ganz Besonderes, so wie sich die Wachau einfach darstellt. Ich freue mich, dass ich bei der Starnacht seit der Geburtsstunde dabei sein darf. Die arbeite sehr gut zusammen mit den Leuten und habe eine eigene Kollektion entworfen für die Starnacht und ich bin sehr froh darüber, dass es niederösterreichische Trockendesignerin auserwählt wurde von vielen Bewerbern. Was ist das Besondere an der Kollektion für die Starnacht? Also die Farbe unseres wunderschönen Bundeslandes Niederösterreich, die Farbe Gelb-Blau und die Kärntner, die Starnacht veranstalten, das sind sehr liebe Männer, mit denen ich gut zusammenkomme und Niederösterreich trifft da in diesem Fall Kärnten. Und ja, wir haben viel Spaß dabei und die Kollektion hat 16 Teile. Ist eine geschützte Marke. Okay. Wir haben hier, gehen wir gleich weiter zu den Trägerinnen der Tracht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so auserwählt ist, Neuheiten vorzustellen und so eine schöne Tracht zu tragen? Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, man wird mit Blicken von oben bis unten angeschaut und man fühlt sich wohl, es ist gemütlich zum Tragen und echt super. Ich habe jetzt festgestellt, dass immer mehr Jugendliche oder jüngere Damen Tracht tragen. Ist das jetzt wieder in? Ja, also in meiner Klasse hat zum Beispiel jedes Mädchen ein Dirndl. Jedes. Also das ist schon, wir haben es ja zum Schulschluss angehabt und ich glaube schon, dass das jetzt wieder, ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich finde es voll schön. Und wie kommt die Tracht so bei der Burschenschaft an? Ich glaube recht gut, weil ein Fesch mal in einem Dirndl, das ist einfach super. Nur dazu bei uns im Waldviertel. Glaube ich schon recht gut. Mein neuestes Album und vor allem der aktuelle Hit, das Durchgebrannt, das ist anscheinend so gut drüber gekommen, dass ich jetzt wieder mittendrin bin unter die ganzen Stars und ich bin begeistert, freue mich riesig. Hat mir Spaß. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man so auf der Bühne steht, gegenüber von einem Juwel, einem Welterbe-Juwel, dem Stift Dürnstein? Ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe es vor 2 Jahren schon einmal erleben dürfen. Damals war ich nur mehr geflasht. Jetzt kenne ich es ja schon ein bisschen. Es ist ja, man muss ja auf der Bühne aufpassen, wenn man da rausgeht auf den Steg. Das Publikum ist vor dir und dieses Juwel ist auf der linken Seite, dass du nicht von der Kamera wegdrehst und immer so hinten zurückschaust, weil das ja so ein schönes Bild ist. Das ist einfach ganz, ganz ein tolles, ja, ein Erlebnis. Also mehr kann ich sagen. Und wie gefällt Ihnen die Region und der Wein? Wunderschön. Ich habe heute wieder einen ausgiebigen Spaziergang gemacht. Bin fast bis zum Stift Melkrauf spaziert. Ja, ein bisschen ein Schmäh muss man machen. Jakobsweg. Also ich wollte gerade sagen, ich habe dann umgedreht, weil ich wusste, ich habe ja nur Generalprobe heute. Nein, Spaß. Also es ist einfach leid toll. Wir sind ein bisschen wieder durch die Weinberge gefahren, haben uns was angeschaut. Ein gutes Glas Wein zwischendurch getrunken, gut gegessen, wie immer da. Ich bin einfach da, weil ich dort, wo die Starnacht ist, in Rossatzbach, bin ich Pfarrer und freue mich dabei zu sein und spüre es einfach, dass wir einfach vom Ort her und von der Bevölkerung her alle Gäste
wirklich mit Liebe aufnehmen sollen. Kurz vorstellen, ich bin der Oberseher. Der Oberseher? Ja, ich bin der Oberseher, weil mit 1,96 Meter Körpergröße bin ich prädestiniert dazu, Oberseher zu sein. So, wie war die Frage? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Grundlsee und Starnacht in der Wachau? Es ist beides was Besonderes. Nachdem ich der hochalpine Charakter bin, muss ich sagen, ich bin echt perplex, weil es da wirklich schön ist. Unglaublich schön ist. Also ich komme aus einer Welterbe-Region in eine Welterbe-Region und ich kann uns Österreicher nur gratulieren, was wir für super Morsenglück haben, da leben zu dürfen. Wir haben hier den Bürgermeister der Gemeinde, wo die Starnacht der Wachau stattfindet. Was ist das für eine Besonderheit für einen Bürgermeister, solche Stars zu beherbergen? Ja, was soll ich sagen? Es ist ein einmaliges Erlebnis. Erstens einmal, dass das überhaupt bei uns stattfindet. Ja, am Anfang war es eigentlich wie ein Traum, aber schon langsam registrieren wir das. Und ich glaube, es ist ein Erlebnis für die ganze Wachau. Was ist das Besondere an der Starnacht in der Wachau? Es ist ein Format, das trotz dieser ungeheuren Kulisse nicht erschlagen wird. Weil das sind natürlich Bilder, das sind ein Wahnsinn. Ganz anders wie am Wörthersee, eigenständig, Weltkulturerbe, aber es geht so in eins über, das ist ganz komisch. Also ich würde sagen, dass diese Starnacht heuer sicherlich, also jetzt ist die Starnacht wirklich angekommen, meiner Meinung nach. Bei gutem Essen und natürlich mit Wein aus der Region wurde bis spät in die Nacht gefeiert.